Moin, meine lieben Butzer, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe. Leute, als ich noch damals auf Twitch gestreamt habe, haben wir immer darüber geredet, an die 500 muss GTA RP machen. So, dann wurde ich gebannt und ja, kein Server gefunden. Nun ist das soweit, Leute. Wir haben einen großen Server, bekannten Server gefunden, wo ich auf YouTube streamen darf, als an die 500. Ich habe die Erlaubnis bekommen, auch wenn ich auf Twitch gebannt bin sozusagen. Da muss man halt sehr aufpassen. Und ja, was soll ich sagen? An die 500 hat die Reise angetrieben und ihr werdet diesen Sonntag um Punkt 12 Uhr hier auf diesem YouTube-Kanal, auf meinem Flying Uwe Gaming-Kanal, live dabei sein, wie das Ganze weitergeht. Und ich freue mich einfach drauf. Ich hab Bock, Leute. Ich würde einfach sagen, Video soll losgehen. Andis Anfang im GTA RP. Viel Spaß. Sag mal, bist du bescheuert, Milosch, oder was? Sag mal, bist du doch ganz dick, oder was? Sag mal, machst du hier einmal die Leiterklappe auf, weißt du? Ich hab kurz mal ein Ding hier dafür, Alter. Ja, meine Fresse, bist du bescheuert, oder was? So, jetzt halt mal einen Saal, wir müssen ein bisschen seriös werden hier. Moin, moin, bist du der Taxifahrer, oder was? Moin, moin, also ich bin Taxifahrer Ahmed und ich hab gehört, hier landen ein paar hohe Leute und dein gutes Trinkgeld, kurz gebrochen, Jungs, ne? Ja, Trinkgeld, irgendwann mal, ja, wenn ich ein bisschen Mille in der Tasche. Weil wir sind, du musst dir vorstellen, ich bin aus Hamburg-Wilhelmsburg und die beiden Deppen hier, der ganz da hinten, der ist irgendwie aus Bayern und der rothaarige Fratz hier. Okay. Der Milosch. Ja, der ist aus Baden-Württemberg, aus dem Schönschwanzwald. Ja, dann musst du doch hier die Kohle haben, oder was? Ja, ein bisschen. Hast du Kohle am Start schon, oder was? Ja, ein bisschen Trinkgeld habe ich mitgenommen von Konto drüben, weißt du? Ja, siehst du, Ahmed, dann weißt du ja, dass du die Kohle von diesen Typen herkriegen kannst, weißt du, was ich meine? Schon mal gut, ne, weil hier bei uns in der Stadt, so, ich bin eigentlich mit einem großen Traum hingekommen und jetzt bin ich Taxifahrer geworden, arbeite für die Downtown Cab, aber ich fahre euch mal ein bisschen rum, wenn ihr wollt. Als Taxifahrer sieht es ja ganz gestylt aus hier, ne? Sind halt Gucci-Schuhe, oder? Hat mein arabischer Cousin mir aus... Oh, wow, da redet gut aus. ...damit gebracht. Redet gut ausgestattet hier, ne? Oh, das regnet gerade hier, du, aber wir sind hier in der Halle. Ja, meinst du, du kannst mal so ein bisschen die Gegend zeigen und ja, irgendwann müssen wir ja selber klarkommen. Ich meine, das Ding ist halt so, ja, wie soll ich dir sagen? Ich bin der Andi, weißt du, was ich meine? Andi 500, ich bin eine große Nummer bei mir in der Stadt, weißt du? Aber so langsam, ja, wie soll ich sagen? Ich brauche auch mal was anderes, ein bisschen so Tapetenwechsel, weißt du? So, und deswegen sind wir jetzt hier in Los Santos gelandet mit meinem Privatjet hier. Auch wenn ich so nach Kohle aussehe, ich habe heute nichts dabei, weißt du? Ich muss mir ein bisschen, ja, ich brauche einen Neustart, weißt du? Aber Privatjet, okay. Ja, das ist halt noch so, ja, vom damaligen Vermögen, weißt du? Ich habe damals, habe ich so Nintendo-Spiele und so gesammelt, weißt du, was ich meine? Und die habe ich dann verkauft. Und dann bin ich noch mit dem Ding hergekommen und jetzt bin ich auf Null, weißt du, was ich meine? Okay, ich würde euch mal gerne einladen, ins Taxi einzusteigen. Ich fahre euch mal ein bisschen rum, bis wohin ihr wollt. Dann gucken wir mal, wohin uns die Reise bringt. Ich alles klar. Derjenige, der zahlt, der sitzt vorne. Du hast gesagt, du zahlst, dann setzt du dir mal vorne hin, Alter. Sag mal, seid ihr zu bescheuert da, oder was ist jetzt hier? Wolltest du noch im Po pieken, oder warum machst du für ihn die Tür auf? Also beim Taxi müsst ihr euch nicht anschnallen. Rauchen dürft ihr. Heute bin ich Raucher, danke du. Und ihr kennt euch drei von woher? Ich komme aus Hamburg-Wilhelmsburg. Ich komme aus Bayern. Tobi 26 aus Bayern und wir haben uns ja schon früher schon viel zu tun mit Okay, was wollt ihr in Los Santos so? Ich weiß gar nichts. Was wollt ihr denn hier? Ihr habt ja hier fast jeden Tag Sonne, dachte ich so. Heute ist jetzt mal Regen, aber sonst seid ihr immer hier gut drauf. Weißt du, was ich meine? Kennt man ja so aus dem Fernsehen die Stadt so. Und da habe ich gedacht, ey, komm, hier muss ich jetzt mal hin, du. Aber Jungs, ich zeige euch die Stadt. Ich zeige euch. Aua, du bist ja hier einfach durchgefahren, du. So sind hier die Regeln. Anders geht das nicht. Ach so. Das sind so die schönen Bereiche. Hier gibt es auch so Gebiete, da sollten wir lieber nicht alleine hingehen. Also, oha. Da gehen wir lieber nicht alleine hin. Wir können später mal zum meinem Cousin Ali gehen. So, den zeige ich euch mal. Oh ja, sehr interessant. Sehr interessant. Also im Katalog sah das auch ein bisschen besser aus jetzt. Also jetzt hat es noch nicht so über. Ja, von Sonne ist hier nichts mehr zu sehen, ne? Da oben links ist der Mond. Oh. Siehst du den Mond? Guck dir das an. Guck dir die Aussicht an, Milosch. Das hast du in Baden-Württemberg hier nicht, ne? Ich glaube, das ist so hier Hollywood Hills oder was? Das ist ein bisschen vorsichtiger, fand ich. Habe einen sehr empfindlichen Magen. Also es geht echt sorry. Also dieses ruckelige Gefahr, das ist echt. Ja, der Tobi, der stellt sich immer so an, weißt du? Hab ich mich gewundert. Oh, der hat ja nicht mal Tür. Oh, was ist denn hier los, du? Eieiei, geht das ja richtig ab hier, du. Oh. Da ist ja richtig was los, du. Eieiei. Oh, du, das ist ja Mord und Totschlag. Ich glaub, oh, fahren Sie bloß weiter, du. Das ist ja hier
komplett falsch, wo wir sind hier, du. Machen wir hier gleich in die Hosen, Alter. Wir wollen ja auch irgendwie unsere Brötchen verdienen. Andi ist auf Null, wir sind alle auf Null. Wir müssen auch ein bisschen hoch. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, irgendwann ein eigenes Gym aufzumachen. Weißt du, was ich meine? So, mal schauen. Also, ich habe da so viele Geschäftsideen so, aber erstmal muss ich auch mal ein paar Frauen kennenlernen. Ich meine, in Hamburg-Wilhelmsburg, ne? Ich habe Eva gehabt, Gabi, oh, Desiree. Ich habe da schon so meine Mädels gehabt und die wussten auch voneinander, weißt du? Ich bin so der Typ, so, der hat mehrere am Start, weil ich einfach alle liebe. Weißt du, was ich meine? Kann ich sagen, ne? Also, Frauen haben wir hier massig. Oh, das klingt sehr gut, du, weil da muss ich, du, das sage ich dir, so wie es ist. Das ist meine Leidenschaft. Frauen, ich liebe die Frauen. Verstehst du, was ist? Das ist einfach, das ist that, weißt du? Das muss. Das sieht ja hier aus wie in Miami hier, du. Das ist ja hier. Wow, oh, hier geht ja, ihr könnt gut was abgehen, ne? Schön so bei Party so, da ist ja hier. Aber er hier mit seinem rosa-roten. Oh, was ist denn hier? Ist das hier eine Bande oder was? Aua. Das ist ja so Armgebiet, ne? Na, so arm sieht aber nicht mehr der Sportkörper aus. Ja. Ich hab hier ein paar drei Touristen, ne? Die würden sich mal gerne eure Bikes angucken. Oh, sind das die echten Hells Angels hier, oder was? Ja. Aua, hier geht das ja richtig ab hier, du. Wir sind hier die Neuen, weißt du? Ich bin aus Hamburg-Wilhelmsburg. Moin, Alter. Und ja, jetzt sind wir hier. Und der gute Ahmed, der aua, au, hier geht das auch kriminell zur Sache hier. Ja, der zeigt uns mal, was hier so los ist, weißt du? Oder wollt ihr rein in die Bar gucken? Ja, habt ihr da ein paar Mädels drin, du? Können wir mal reingehen und mal kurz gucken, wie das bei euch aussieht. So. Ja, kurz mal umschauen ein bisschen. Ja. Ich würde gerne eintreten, aber ihr müsst dem Herrn hier vorne eure Ausweise zeigen. Gar kein Problem. In welcher Tasche finde ich denn jetzt meinen Ausweis? Muss ich erstmal gucken, du. Ja, da, zack, da, in der Tasche muss das Ding doch sein. Ah ja, da muss ich mal gucken hier. Ja, wir haben meine Brieftasche, habe ich hier noch am Start. Hier mein Personalausweis. Da ist der Personalausweis. Siehst du den? Jungs, bildet mal hier eine Reihe. Jetzt alle auf einmal, bitte. Was ist denn jetzt hier los? Andi, jo. Lass uns weiterfahren. Wollen wir weiterfahren? Ein bisschen kriminell hier, ne? Okay, komm, wir fahren weiter. Einmal weiterfahren. So, aber du kannst weiterfahren. Das ist mir hier viel zu kriminell hier. Oh, der Lamborghini, du. Guck dir die Kiste an. Oh, der haut ihn aber zu Schrott hier, du Mann. Das war so ein bisschen die nicht harmlose Hälfte, ne, sag ich euch. Jo, das habe ich schon gemerkt, du. Also es war mir auch alles zu kriminell, ich habe mich richtig unsicher gefühlt, ey. Genau, deswegen mussten wir weiter. Ich sag mal, in jeder Stadt gibt es jemanden, der das Sagen hat, richtig? Okay, verstehe. Mach ich euch mal bekannt mit dem, das ist Big Ali. Oha, Big Ali, ja. Big Ali hat das Sagen bei uns, so, der sorgt für Gerechtigkeit. In der ganzen Stadt hat er das Sagen? Ja, er hat hier in der ganzen Stadt das Sagen so. Oha. Er sorgt dafür, dass hier so ist da alles nach, sag ich mal, nach Kodex geht, ne? Okay, ich verstehe. Schon ein bisschen weiche Knie. Oha, guck dir mal das Anwesen hier an, mit den Lichtern und so. Das ist geil, so hier so, die Anwesen. Oh, das ist ja hier. Geht, so, die können wir bitte, andere Gelder entstehen, ne? Können wir bitte umdrehen? Ich habe echt ein unwohles Gefühl jetzt bei der Sache. Da, ihr seid schon in sicheren Händen. Macht euch mal keine Sorgen. Okay. Der Arme kennt sich auch. Muss mal hupen. Oha, was ist denn hier los jetzt? So. Also, wenn ihr wollt. Oh, ich will nicht aussteigen. Können wir jetzt einfach aussteigen oder wie läuft das jetzt hier? Steigt durchaus, lasst euch überraschen. Ja. Okay, dann lass mal rein hier. So, komm mal ran jetzt hier, Tobias. Was ist denn los hier, du feige Sau, hä? So. Und wie geht das Tor hier auf hier? Wer ist denn hier der Verantwortliche hier? Tobias, was ist los hier? Sag mal, kackt ihr euch hier die Hosen hier oder was? Das als Zeichen der Respektlosigkeit. Ja, richtig. Du musst da jetzt hin. Das ist ja der hat hier das Sagen. Chinesen, sagt er. So, jetzt halt mal den Sappel hier, Mann. Ach, du Heiliger. Oh. Konnichiwa. Moin, mein Name ist Andi. Konnichiwa, wie kann ich weiterhelfen? Oh, wie ihr wart doch letztes Mal schon hier. Also, Salam Aleikum. Wie geht's das mir? Das ist Andi 500 und seine, sag ich mal, seine... Oh, Aliabi, dankeschön. Wie geht's dir? Oh, Assistenz. Ich male die Hand, Jungs. Danke, Bruder, danke. Ja, ich bin gerade mit meinem Jet hier angeflogen. Ich bin aus Hamburg-Wilhelmsburg und die beiden Chaoten, der eine ist ja aus Bayern, der ganz rechte hier, der ist aus Bayern hier mit der weißen Hose und er ist aus Baden-Württemberg oder sowas. Und ja, jetzt sind wir hier. Ich habe hier den Ahmed kennengelernt. Das ist der Taxifahrer hier. Er hat gesagt, du hast hier so das Sagen in der Stadt und da wir ja neu sind, müssen wir erstmal hier nur die Regeln kennenlernen und wissen, was hier überhaupt so los ist. Und da wir ja nichts verkehrt machen wollen, haben wir gedacht, okay, dann besuchen wir den mal und ja, schauen uns das Ganze mal an, ne? Dann begrüße ich euch erstmal Konnichiwa an euch alle. Freut mich, dass eure Reise gut gelungen ist. Danke, du. Boah, was habt ihr denn für Fragen? Und was kann ich euch zeigen? Es ist gerade ein bisschen ungünstig bei uns, da wir ein bisschen Stress haben mit einem anderen Kartell. Oha, okay. Ja, wir wollen auch gar nicht lange stören. Das ist auch einfach mal allgemein so gut, dass man sich mal so gesehen hat, so. Und falls man sich mal sieht, dann kann man sich ja mal Hallo sagen oder mal ins Gespräch kommen, ne? Definitiv, wenn ihr Probleme mit irgendeiner Familie habt, könnt ihr gerne zu uns kommen. Oh, das klingt gut. Du bist denn der Cousin hier von Ahmed hier, oder was? Genau, ich bin wie seine zweite Hälfte hier. Wenn ihn jemand ein Haar krümmt,
kriegt das direkt mit 40 Männern zu tun. Oha, dann haben wir ja gerade auch den richtigen Mann jetzt hier kennengelernt, ne? Das ist ja was für ein Zufall, du. Dann sind wir ja hier ganz gut bedient. Ich weiß nicht, Tobias und Müller, habt ihr hier noch eine Frage oder was hier? Nö, ich will die Jungs auch nicht stören, wenn sie gerade schwer beschäftigt sind, so. Wenn ihr irgendwas ist, könnt ihr gerne jederzeit hier reinkommen. Meine Jungs leiten mir das immer weiter oder die Mädchen, die beiden so. Leute, spricht ja gerade was Wichtiges. Wollten wir was fragen. Was ist denn los? Du bist aber jetzt hier ganz falsch gerade, ne? Oh, okay. Du kannst gleich nochmal fragen. Ja, dann, Big Ali. Ja, von meiner Seite ist auch alles geklärt, Ali. Dann vielen Dank, ne? Danke für die Gastfreundlichkeit und wer weiß, vielleicht ergibt sich das mal, dass wir mal irgendwie ja, so einen Tee, Wasser, einen Wein trinken oder sowas, weißt du? Ich kann dir den besten japanischen Grüntee anbieten bei uns. Oh, das klingt nochmal nach einem guten Angebot. Alles klar, mein Lieber. Alles klar, meine Besten. Dann sehen und hören wir uns, ja? Alles klar, arigato, wir sehen uns. Danke, ciao, ciao. Ciao, ciao. Wir sehen uns, ciao. Mann, die sind ja sehr respekteinflößend hier, ne? Du, da geht das ja richtig ab. Da 40 Mann, hat er gesagt, ne? 40 Mann zusammen. Wir haben keine Dinge, das ist keine Dinge. Ja, guckt euch mal die Hampelmänner hier an. Seht ihr die hin am Taxi? Ja, was ist denn bei denen los da? Bleib mal stehen, warte mal. Fahr mal so ganz langsam zurück, so. Ich will mal wissen, was da los ist. Die Mann sieht nicht gut aus mit Langwaffen, ne? Oh, okay. Also ein bisschen schwierig. Alles klar. Okay, dann kommen wir einfach mal anders mal. Bis schönen Tag noch. Super, danke dir. Ciao, ciao. Ey, Kollege, was wolltest du denn hier? Na, was hast du denn da gemacht gerade? Bist du lebensmüde? Ich? Ja. Ich hab Langwaffen gebracht. Nach Langwaffen? Warum brauchst du denn Waffen? Wie bitte? Warum? Selbstverteidigung. Zur Selbstverteidigung? Ja. Sag mal, du weißt schon, wer eine Waffe hat, der benutzt sie auch, ne? Das würde ich niemals machen, nur zur Selbstverteidigung, wie gesagt. Wie ist denn dein Name, du? Diego. Diego, seit wann bist du denn hier in der Stadt? Eigentlich schon ewig, aber ich bin jetzt heute wieder eingereist, deswegen. Oha, ich verstehe. Du warst also erstmal lange weg wegen Probleme und so, ne? Genau, deswegen kenne ich das da hinten auch noch nicht, dieses Midnight. Oh ja, hier geht das richtig zur Sache, du. Hab ich eben kennengelernt, du. Ah, die sind richtig angsteinflößend. Ja, das hab ich schon gemerkt. Okay. Ja, okay, mein Lieber. Diego, ich bin Andi 500, merk dir den Namen, ich will irgendwann hier eine große Nummer sein, du. Mach ich, auf jeden Fall. Alles klar, mach's gut. Ciao, ciao. Jo, da war ja auch ein bisschen suspekt, ne, der Typ, also. So manche suspekte Kandidaten, ne? Sag mal, ist das richtig? Ich höre die ganze Zeit die Knallere hier. Wird hier geschossen in Los Santos, oder was? Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in Gericht fallen. Oh, was ist denn da? Da ist ja richtig Schießerei hier, oder? Guck dir das an, da gibt's ja richtig Probleme, du. Guck dir das an, da sind richtige Banditen hier. Der ist sogar maskiert, du. Guck dir das an, der ist sogar maskiert hier. Kollege, warum hast du nur eine Maske an? Was versteckst du? Ich? Ja, was? Ja, ich rede mit ihm. Geht's ihm gut? Also, jetzt wieder was. Ich hab auch Knallt wieder. Wie geht's ihm denn so? Sag mal, Ahmed, kannst du einfach mal weiterfahren? Das ist mir hier zu doll, du. Ich krieg hier richtig Muffensausen, so. Oh. Was ist denn da? Da macht der Doggy, oder was? Oha, der muss den Arsch hinhalten. Hey, yo, Dr. Dre, sag mal, weißt du, wo hier die Ladies sind? So die etwas netteren Mannschaften. Verstehst du, was ich meine? Zeige ich euch, wo die Ladies sind. Ja, okay. Warum? Ich will mal ein paar Ladies und einmal noch richtig Ladies. Aber das ist ein Geheimort, okay? Okay, da bin ich mal gespannt, du. Lasst euch überraschen, wir fahren da jetzt hin. Das ist aber ein Geheimtipp. Das bleibt unter 2, 4, 6. 8 Augen, glaube ich. Ja, unter 8 Augen bleibt das jetzt. Andi. Jo, Tobi, was ist los? Was ist denn eigentlich so dein Typ Frau? Auf was stehst du? Mein Typ Frau? Oh, da bin ich so Spezialist. Weißt du, was ich meine? Oh. Da. Oh. Beim Los Santos Medical Department, dann die ganzen... Da muss ich jetzt mal kurz angreifen. Ey, wo ist sie denn, oder? Moin. Okay. Was ist denn da los, so? Moin, hallo, ich bin der Andi. Jungs, geh mal ein bisschen auf Abstand. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Okay, das wird eine Zirkusnummer hier. Okay, Ahmed, und dann sagst du, ich soll da einfach rein jetzt und da sind die Mädels, oder was? Geh mal ein bisschen und guck mal so. Okay. Traut euch mal. Okay, Tobias, komm. Komm. Oha, ganz cool bleiben. Riechst du das auch? Oh ja, das riecht hier richtig sauber und ich riech noch so einen ganz anderen Geruch. Doch. Meinst du, man kann da einfach durchgehen oder was? Was? Lass versuchen. Guck dir die Rothaarige an. Oh, er ist hier am Dancen. Guck mal hier, die haben hier gute Laune. Sag mal, mit der Schasse Ohrringe auf, oder was? Okay, moin. Okay. Hallo, du musst nicht ganz Familie mitkommen, bitte. Hat gemeint, ist es hier... Und wo ist jetzt das, was uns versprochen worden ist? Ich weiß auch, also heute ist hier, glaube ich, richtig so ein düsterer Tag, wollen ne? Wir einfach mal in ein Zimmer reingehen? Du meinst, hier findest du so eine hübsche Frauenärztin, oder was? Was ist jetzt hier zum Beispiel los, Kämmel? Oha. Oh, hier ist hier so ein Fahrrad, du. Hier kannst du ein bisschen Sport machen. Funktioniert das Ding? Bab! Das hast du Miloscheine gegeben. Du, tut mir leid, ich wollte hier aufsteigen, da ist mir der Arm abgerutscht. Oh, was sind das denn hier? Pimmels an der Wand, oder was? Oder ist das Kunst hier? Guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Was ist das? Von Picasso, glaub, oder was? Picasso, ja. Wäre jetzt auch mein erster Eindruck gewesen. So, wo sind jetzt hier die Mädels, du? Ich brauche Frauen, verschießt du das? Frauen, das mittleren Alters brauche ich. So, was ist hier? Hier auch nicht. Ist weg, vielleicht hat der die alle jetzt. Die haben alle Feier. Oha, ich habe hier Strom Oha, hörst du das? Na gut, komm, lass mal wieder zu diesem Ahmed. Heißt er Ahmed oder Ahmed eigentlich? Ahmed. Wie? Ahmed.
Ahmed. Oha, hier, guck mal, was hier los ist. Oha, der rennt, der hat einen Einsatz, glaube ich. Oh, was ist denn bei dir los, Mülosch hier? Ja, frag noch so blöd. Von dem Bugs sich dir gerade gegeben. Moin, moin, hallo, wir sind ein Kumpel hier von dem Typen. Ja, dann einmal draußen kurz warten. Der braucht Unterstützung, der kann nicht alleine. Er ist schon groß genug. Nein. Nee, der ist immer so ein Paranoid-Typ, wissen Sie, was ich meine? Ich guck mir mal kurz ihre Wunde an. Oh, aber muss ja ganz sagen, ja, ne? Da ist was Gutes in der Jeans drin hier bei dir, ne? Das ist aber knackig hier. Oh, das zippelt. Milosch, hast du dich jetzt so verletzt von den Bugs? Von den Bugs habe ich mich ordentlich verletzt. Ja. Notfall. Also ihre Haare, die sind schon ganz schön blutig. Die sind alle voll rot. Ja, fragen Sie mal ihm, was er angestellt hat. Sind sie von natürlich aus oder sind sie eigentlich anders? Nee, hat er gefärbt, weil er denkt, es hat Style. Weißt du, was ich meine? Alles gut, Jürgen. Ich weiß jetzt nicht, was ich daran ändern soll. Ja, kurz mal zunehmen da die Kiste. Ich kann gar nichts an eine solche scheiß Wunde dazu machen. Ja, deswegen muss ich die kurz rasieren. Doch, dann sehe ich genauso, weil dann kann man auch viel mehr sehen, was da los ist, weißt du? Ich muss das aufrasieren, wissen Sie warum? Weil ich sonst nicht an die Wunde rankomme. So sieht das aus, sehe ich genauso. Gut. Den Kopf können Sie so glatt rasieren wie die Aubergine hier an der Wand. So glatt kann ich auch gerne machen, warten Sie schon. Nein, so glatt niemals, nein. So, die Schere einmal so. Aber wie ist denn dein Name, Doktor, hier? Ich kann meine Dienstnummer gerne sagen, 25. Nummer 20, ich sag mal so, wissen Sie, wo hier so die Mädels sind, so? Die meisten sind sehr weit weg. Schade, ich habe keine Schere dabei. Machen Sie mal eine Glatze. Sag mal, eine Frage, können Sie mir auch eine Glatze machen, oder was? Dienstnummer 20? 25. Meinst du, Sie können mir eine Glatze machen? Boah, korrekt. Warten Sie. So eine Aubergine habe ich auch, da hier auf dem Bild. Ja, wer bist du denn hier, Kollege? Ich bin Arzthelfer. Arzthelfer in schwarz, oder was? Ja, Security Arzthelfer. Julian. Siehst eher so aus wie so ein Ninja, weißt du, was ich meine? Also vom Mädels war hier keine Spur, du. Muss ich echt mal sagen. Also da hat der Ahmed geschnackt hier, du. Ahmed, wo seid ihr? Sag mal, wo sind denn die Mädels hier, Ahmed? Wir suchen hier die ganze Zeit schon verloren. Ganze Gebäude haben wir. Nee, ich hatte den Müller schon da reingehauen, da muss er noch mal zum Arzt, weißt du? Ah, nee, okay. Ihr habt die ganze Zeit nach Weibern gesucht? Ja, aber gar nichts. Wir sind doch noch gar nicht angekommen. Ach so, ich dachte, du meintest, da sind die Weiber drinne, du. Nee, ich bin einfach reingerannt. Ach so, wieso klingst du denn jetzt so anders? Hast du Stimmbruch oder was? Nee, ist doch nicht. Hallo? Oh. Das kommt aufs Trinkgeld drauf. Andi, was machst du denn? Also die Scheibe kommt aufs Trinkgeld. Das Problem ist, ich habe so viel Arme trainiert, ich habe so viel Muskelkater teilweise, dass wir einfach da machen. Das kommt aufs Trinkgeld. So. Da spielt mir jemand am Radio rum. Was haben wir denn hier noch? Da spielt mir jemand am Radio rum, macht die Scheibe auch noch kaputt. Milos, steig ein. Steig jetzt ein. Immer muss man auf den Kerl aufpassen. Willkommen beim Taxi! Hey, was bollerst du denn hier rum? Was ist denn hier los, Mann? Hey. Ja, schweig mal ein bisschen, Mann. Darf ich mal kurz gucken? Nee, wir haben keine Zeit zum Gucken. Ich muss jetzt hier zu der Weiber hier. So, fahr mal los jetzt hier, Ahmed, Digga. Haben wir die Scheibe kaputt gemacht hier? Da tut mir leid, du kriegst eine neue von mir. Oh, guck mal. Oben am Taxi die Werbung, da ist eine schöne alte. Wo sind hier die Frauen? Wo sind hier die Frauen? Ja, hier auf unserem Auto war gerade eben ein Anruf. Steig mal aus, Andi. Die Werbung. Ich will keine Werbung sehen. Oh, da sind Mädels, warte mal. Da hinten ist wieder die eine von eben. Lauft mal hin, Jungs. Mal ganz dezent auf nett. Mal gucken, was die da so sagen. Oh, was ist da los? Oh, ich glaube, die machen irgendwelche Übungen. Nein, du musst hier, Tobias. Nicht so aufdringlich, oder? Moin, Jungs. Hallo. Moin. Wir wollen hier so ein bisschen erkundschaften, weißt du? Ich bin aus Hamburg-Wilhelmsburg. Wir sind hier die Neuen in der Stadt, weißt du? Okay. Und das ist der Ahmed hier, das ist der Taxifahrer. Und ja, dann habe ich ihn gefragt, wo sind denn hier so ein paar Mädels zum Kennenlernen und so weiter. Und dann haben wir euch gesehen und dachten mal, oh, sagen wir mal Hallo, ne? Ja, Hallo könnt ihr gern sagen, ne? Ja, moin moin. Hi. Ich bin der Tobi. Aber sie hat doch Hallo gesagt. Und das da hinten ist mein Ehemann. Ah, das ist ja interessant. Und die Rothaarige, hat die auch einen Ehemann? Nee, aber die ist verlobt. Ja, verlobt hat ja nicht zu heißen, oder? Ich will mich mal auf den Weg machen, der kommt gleich, wenn er das hier erfährt. Oh, der wird so sein. Ich hab mein Trinkgeld nicht bekommen. Bevor der jetzt hier meinem Kunden irgendwas antut, ne, ich hab noch kein Trinkgeld bekommen, also warum ran denn? Okay, dann wollen wir nicht weiter stören, aber schick sieht die aus mit eurer Sternchen-Pyjama-Hose. Das muss ich ja mal sagen, ja. Ja, danke. So, dann wünsche ich euch noch mal was, ne? Mach's gut und viel Spaß. Da kommt der Verlobte. Oder? Nee. Boah, gut. Auch nicht, schnell weg. Komm da nicht mal. Andi, steig rein. Steig. Ja. Du bist weg. Weg. Stopp, das ist der Verlobte. So, der kommt bestimmt gleich. Jungs, also,
Jetzt, ich glaube, das hätte man nicht überlebt, ne? Ja, irgendwann werde ich auch nochmal die Richtige kennenlernen hier. So, Amel, ich sag mal so, ich bin jetzt richtig müde, weißt du? Ich muss jetzt auch mal langsam schlafen gehen. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann mal die nächsten Tage, du, ne? Kannst mir nochmal deine Nummer geben und dann hören wir uns. Ja, das machen wir definitiv. Alles klar, Jungs. War schön mit euch. Ich leg mich jetzt pennen hier auf den Bordstein und wir sehen uns. Guten Nacht, Andi. Guten Nacht. Gute Nacht.